Hallo und herzlich willkommen zu den Ken Academy Hacks. Ich bin Petra Selbertinger, Fotografin und Trainerin der Ken Academy. Heute zeige ich euch, wie ihr leicht und bequem in die Berge kommt mit den neuen RF Super Telelinsen. Dann lass uns mal schauen, was alles im Rucksack ist. Überraschung, die Hälfte ist leer und wir haben doch über Super-Telelinsen gesprochen, beziehungsweise wollte ich euch ja zeigen, wie man trotz langer Brennweiten mit sehr wenig Gepäck auskommt. Und hier seht ihr es vielleicht schon, das sind 600 mm. Unglaublich, dass diese Brennweiten jetzt so kompakt sind. Das liegt am neuen Bajonett, am neuen R-System. Wenn man in der Schussposition ist, wird es so ausgefahren. Ansonsten ist das Packmaß so klein, dass sogar noch für dich Platz im Rucksack ist. Beziehungsweise für ganz viele andere Sachen mehr, die ihr vielleicht auf einer Tour mitnehmen wollt in die Berge. Als Allround-Objektiv habe ich heute das 24-240 eingepackt, auch super kompakt und für alle Gelegenheiten eben ausgestattet. Egal ob Landschaft oder ob da im Normalbereich was passiert, Porträt und so weiter. Wenn mir die 600 mm nicht mehr reichen, habe ich hier noch einen 1,4-fach-Konverter oder sogar einen 2-fach-Konverter, mit dem ich dann bei dem 600 mm auf 1200 komme. In diesem Rucksack wäre, also dieses Packmaß würde allerdings auch reichen für das 100-500 oder sogar für 800 mm. Auch die sind extrem klein und handlich und passen hier so gerade noch in meinen Rucksack rein. Zum Vergleich zeige ich euch mal die gleichen Brennweiten, die wir hier haben, aus dem Profisegment. So, hier nochmal zum Vergleich in der Größe und im Gewicht. Profi-Equipment im Vergleich zu unserem leichten RF-Wander-Equipment. Hier sind wir gerade mal bei 3,4 Kilo und das hier wiegt 8,5 Kilogramm. Dann werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf unsere Teleobjektive. Das 600 mm ist hier schon an der Kamera dran. Ist von der Bauart wirklich sehr, sehr kompakt. Ihr habt das schon gesehen, dass man das eben ausfährt zum Fotografieren. Wenn mir 600 mm nicht reichen, kann ich es noch erweitern mit den Telekonvertern. Mal 1,4, dann sind es 840 mm bei Blende 16. Ursprünglich hat es ja Blende 11. Oder mit dem Zweifachkonverter, dann ist es so 1200 mm bei Blende 22. Die RF 800 und 600 mm haben eine feste Blende 11. Das heißt, ihr nutzt diese Objektive eigentlich am besten über den Modus TV, da ihr eigentlich auch nur ISO und Belichtungszeit verstellen könnt. Das 800 mm lässt sich auch noch erweitern mit dem 1,4-fach-Konverter auf 1120 mm und mit dem 2-fach-Konverter auf sagenhafte 1600 mm. Das 100-500 mm ist aktuell das flexibelste Tele, das es bei Canon gibt. Ihr könnt außerdem dieses Objektiv ebenfalls mit den Telekonvertern adaptieren. Ab 300 mm passt der Köcher in das Objektiv und somit kommt ihr mit dem 2-fach-Telekonverter auf 1000 mm Brennweite. Mit dem 1,4-fach-Konverter kommt ihr auf 700 mm. Der Autofokus ist übrigens hier immer noch vollflächig vorhanden. Die Tiererkennung, Tierautofokus funktioniert genauso, als wäre kein Konverter mit dazwischen. Beim 600 und 800 mm könnt ihr die Telekonverter ebenfalls benutzen. Erhaltet dann Blende 16 beim 1,4-fach und Blende 22 beim 2-fach-Telekonverter. Der Autofokus funktioniert weiterhin, allerdings ist beim 600 oder 800 mm generell der Autofokusbereich etwas kleiner. So sieht es aus, mit 1600 mm aus der Hand zu fotografieren. Dank der super austarierten Gewichtsverlagerung ist das ganz einfach und ihr braucht kein Einbeinstativ. Die Stabilisierung hilft euch, dass wirklich scharfe Bilder aus der Hand entstehen. Und so ist es ganz leicht, mal kurz zum Gipfelkreuz hochzugucken oder Tiere aus ganz weiter Ferne zu fotografieren. Keine Sorge, wenn die Tour auch mal länger dauert.
Ihr könnt mit einer entsprechenden Powerbank die Kamera einfach unterwegs laden und braucht so nicht unbedingt Strom. So, das war's mit diesem Hack und der Wanderung. Ich hoffe, ihr habt auch ganz tolle Ausflüge mit eurem Equipment. Lasst doch mal was sehen unter Hashtag DeineKenAcademy.